Was ist die Stimme des Herzens? Hier spricht Annelie von der Reise zu deinem Sein. Das hast du sicher schon öfters gehört, die Stimme des Herzens. Und ich spreche ja nicht so viel über die Stimme des Herzens, aber im Grunde genommen ist das genau für mich die Stimme des Seins, die Stimme der göttlichen Liebe in dir und um dich herum und ja, der göttlichen Liebe überhaupt, aber vor allem bezogen auf dich, auf das, was du bist und tun kannst in deinem Leben und tun sollst. Diese Stimme des Herzens ist relativ leise und ich wurde oft gefragt, ja, wie erkennst du denn den Unterschied, ob es eigentlich die Stimme des Herzens ist oder einfach irgendwelche Gedanken? Denn wie bitte kann sich das Sein bemerkbar machen, wenn nicht in Form von Gedanken oder Bildern oder ja, so wie sich eben Zufälle, Synchronizitäten, so wie sich das ganze Universum bei dir bemerkbar machen kann, weil in erschreckenden Erscheinungen und so macht es sich zumindest bei mir nicht bemerkbar, Gott sei Dank, sondern ja, es sind plötzliche Eingebungen oder Dinge, die auch noch ohne Worte zu mir kommen. Aber woran erkenne ich den Unterschied? Also erstens, die Stimme des Herzens oder die Stimme unseres Seins ist viel, viel leiser als die lauten Gedanken, die wir so haben. Dann wiederholen sich die nicht andauernd, obwohl sie können auch hartnäckig sein, aber nicht so, dass es wie in Dauerschleife die ganze Zeit geht. Hinter den Eingebungen unseres Seins steht kein Druck. Niemals. So wie, du musst das tun, sonst könnte dieses und jenes passieren. Und das ist schon der nächste wichtige Punkt. Es steckt keine Angst dahinter. Überall, wo Angst dahinter steckt, wenn ich das nicht tue, könnte ich etwas versäumen, etwas verlieren, krank werden oder es könnte etwas passieren, das kannst du schon zur Seite schieben. Das ist nicht die Stimme des Herzens. Dein Sein gibt dir einen Impuls, nimm einen Schirm mit, zum Beispiel. Aber es sagt nicht, um Gottes Willen, wenn du jetzt ohne Schirm gehst, nimm ihn ganz schnell mit, weil du könntest nass werden und, was weiß ich, deine Kleidung könnte kaputt werden. Oder dir könnte kalt sein oder sonst etwas. Das sind Gedanken unseres Körpers, unseres Verstandes. Auch Gefühle spielen eine große Rolle dabei. Gefühle werden ja seit unserer Kindheit genährt und benutzt auch, um uns zu irgendetwas zu bringen. Also die Stimme des Herzens ist kein Gefühl. Sie ist nicht einmal ein positives Gefühl. Sie ist gar kein Gefühl. Sie ist einfach. Ja, daraus kann dann natürlich ja für unseren Körper ein schönes Gefühl entstehen, aber wenn wir mit unserem Sein verbunden sind, ist alles so perfekt, wie es ist. Und wenn da hinein Eingebungen kommen, sind sie, wie soll ich sagen, sie sind immer von Liebe durchflutet. Ja, sie
sie sind einfach. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Wenn du mit deinem Sein verbunden bist, kommen auch intuitive Gedanken, und das sind die, die dir keine Angst machen, keinen Druck machen, die dich nicht vor eine Entscheidung stellen, die einfach da sind und ja, und mit denen du dich wohlfühlst. Denn in deinem Sein, in deiner Einheit, in der Einheit verbunden, wirst du dich immer wohlfühlen. Da kann gar nichts drinnen vorkommen, wie du dich nicht wohlfühlst. Ja. Also, was ist die Stimme des Herzens? Die Stimme des Herzens ist im Grunde genommen die Stimme unseres Seins oder von mir ist auch die göttliche Stimme in uns, und sie hat immer nur gut für dich wichtige Dinge im Gepäck, wertet aber nicht, ja. Es geht niemals darum, das ist besser als das. Also das Werten kannst du auch vollkommen vergessen. Das ist in dieser Dimension nicht vorhanden. Auch du wirst nicht bewertet, nicht nach dem, was du getan hast und nicht nach dem, was du tust und nicht nach dem, was du tun wirst. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und dich ein bisschen dir wieder etwas Neues oder etwas, entweder etwas Neues gebracht hat oder dich an etwas erinnert hat, was du eh schon gewusst hast. Und wenn dem so ist, dann lass bitte ein Like da und abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast. Und aktiviere die Glocke, wenn du über neue Videos informiert werden willst. Alles Gute und bis bald!